So, und da bin ich dann auch schon wieder beim zweiten Teil Undying in dieser kleinen Demo angezockt. Ja, wir haben Tag 3, 2 Uhr. Hilfe kommt an Tag 5. Aber wir müssen erstmal ein bisschen was trinken. Und was trinken ist gut, wir haben ja nichts zu trinken. Das ist natürlich jetzt ganz blöde. Wir müssen was zu trinken finden. Scheiße. Ja, es kann natürlich sein, dass wir dann das Zeitliche segnen hier. Das ist nicht so schön. Endling Open. So, wir nehmen mal Unclean Water mit. Moldy Bread, ich weiß nicht. But there's no other choice. Ja. Ich weiß nicht, das Brot möchte ich ehrlich gesagt noch nicht essen. Wir haben noch ein bisschen was zu essen da. So, ich muss mal gucken. Ich gehe mal hier runter. Ich glaube, hier war... Zu den Straßen gehen wir mal runter. Wir müssen was zu essen haben, was zu trinken vor allem. Können wir hier rein? Hier vielleicht? So, ja, das können wir natürlich mitnehmen. Und noch was zu essen, zu trinken. Ja, zu trinken ist natürlich blöd. Das ist echt, echt mies. Ich gehe mal hier rein. Oder nicht? Oder doch? Doch. Ach Mist. Habe ich die? Nee, habe ich dabei. Die Axt habe ich dabei, das ist gut. Okay. Dann mal die wieder ausrüsten. Holz nehmen wir mit. Keks können wir auch mitnehmen. Oh, guck mal, jetzt noch was zu trinken. Geil. Sehr, sehr gut. Das brauchen wir unbedingt. Sehr, sehr gut. Wie viel Wasser haben wir gekriegt? 3. Cody kriegt 2. Ich nehme mal einen. Ich muss beides weghauen, das ist uns alles nix. Wir brauchen mehr Wasser. So, das nehmen wir. Backpack ist voll natürlich. Muss es leider Cody nehmen. Müssen uns noch so ein bisschen durchschlagen bis Tag 5. Was? Burgers? Acht Schuss haben wir noch. Können wir hier irgendwo rein? Nein, scheint nichts zu sein. Es wird schon wieder hell. Hätten wir die Nacht durchgemacht, das ist das Wichtigste. So, was haben wir hier? Unclean Water nehmen wir erstmal mit. Ich kann mir vorstellen, dass wir... Na, mal gucken, wir brauchen Planken, ne? Ich hätte ja gedacht, dass wir eben halt die Paletten auseinanderkloppen können. Dann hätten wir ja Planken gehabt. Aber das scheint nicht so einfach zu sein hier. Wir sind überall Planken. Hier ist ja Holz. Es ist ja nicht... Hey, hey, hey! Out of ammo, was? Wieso out of ammo? Warum bin ich out of ammo? Das finde ich auch gar nicht lustig. Ich gehe mal wieder kurz nach Hause. Wie lade ich denn nach? Hä? Out of ammo? Da steht doch 7 von 50. Also müsste ich doch noch 7 Schuss haben, oder nicht? Das ist jetzt aber etwas ungeil. Da steht 7 von 50 und da stand out of ammo. So, können wir irgendwie Planken? Da können wir Planken machen. Oh, geil, wir können tatsächlich Planken machen. Aber das finde ich gut. Ich mache mal eine Planke. Ich glaube, wir brauchen eine oder sowas, ne? Für die Kochstation brauchen wir, glaube ich, eine. Da können wir nämlich sicherlich dann auch Wasser abkochen. Hoffe ich. Aber so schnell, wie wir auch Essen verlieren, das ist Wahnsinn. So, fix. Ending Upgrade. Feeling weak, I need to eat some food. Ja, ich krieg gleich was. Oder wir geben es dir halt jetzt, ist auch okay. So, Cody kriegt mal 2 Kekse. Ja, komm, wir gönnen uns auch noch ein. Können wir gleich Wasser abkochen, vielleicht.
Weil dann könnten wir nämlich zur Farm, könnten wir wieder das Wasser holen. Und könnten sie mal wieder abkochen. Das wäre natürlich super. Operate. So, siehste mal, da brauchen wir nämlich Kohle für. Kohle und eben halt unklares Wasser, also nicht gefiltertes Wasser. Meat Soup, da brauchen wir frisches Fleisch für. Wir brauchen Mushrooms dafür. Wasser brauchen wir auch, also müssen wir viel Wasser herstellen. Da brauchen wir noch Brot. Potatoes, ja, guck mal, da können wir ein bisschen was machen. 10 mal Kohle hätten wir da. Müssen wir das jetzt jedes Mal neu machen? Oder kocht sie alles gleich weg? Oh, tatsächlich, wir müssen das jedes Mal selber kochen. Und es scheint so zu sein, wir können gleich mal bei dem Brot gucken. Das ist alles das, was wir in die Storage Box reinschmeißen, dass wir das automatisch hier wegkochen können. Aber guck mal, Starch zum Beispiel haben wir gar nicht im Inventar. Also von daher ist das schon mal sehr, sehr gut. Und die Kartoffeln, da sollten wir auf jeden Fall nochmal wieder zurückgehen zur Farm. Sollten wir vielleicht gleich mal machen. Damit wir da nochmal hinkommen. Wir brauchen was zu essen. Essen ist, glaube ich, unser größtes Problem. Trinken natürlich auch, aber... Das Problem ist tatsächlich, wir haben echt nicht viel Wasser, nicht viel Essen. Und die werden schnell hungrig und sehr schnell durstig. So, einmal Wasser haben wir noch. Dann kochen wir das noch einmal ab. Und wir haben auch wenig Energie. Das heißt, wir müssen eigentlich gleich schlafen gehen. Können wir irgendwo sehen, wie viel Energie wir konkret haben in Zahlen? Nee, ne? Ich sehe nur, dass das Level relativ niedrig ist. So, Cody kriegt einmal. Und hier müssen wir auch nochmal ein bisschen was trinken. Das nützt ja alles nichts. Dann lassen wir die Pistole hier. Oder lassen wir die Pistole hier? Lassen wir die Pistole hier oder nicht? Baseball Bat nehmen wir erstmal mit. Aber ich glaube, wir müssen schlafen gehen, weil das Problem ist ja auch, wenn ich keine Energie habe, dann werde ich auch die Zombies nicht kloppen können. Das ist natürlich ein Problem. Hatte nicht Cody auch was zu futtern? Meine ich doch, der hatte doch auch was zu essen. So, ich nehme mir davon mal 2 und er kriegt auch noch einen. Ich hauche mal alles raus, ne? Aber siehst du ja selber, die Werte sind nicht sonderlich hoch, also wir müssen ja was essen. Ah, ich glaube, ich sollte schlafen gehen. Ach komm, wir gehen schlafen. Vielleicht für ein paar Stunden, so 2-3 Stunden oder sowas vielleicht. 5 Stunden, 4 Stunden geht Minimum. Na, dann pennen wir erstmal 4 Stunden. Weil ich befürchte eben, da sieht man ja, Stamina ist wieder auf 60 hoch, Health auf 50. 0,68 Virus nach unten. Hungry, thirsty. Ach so, vielleicht kann das ja sein, dass wir auch, wenn wir uns vernünftig ernähren und uns vernünftig verpflegen, sage ich mal, insgesamt versorgen, dass dann vielleicht auch der Virus sich nicht so stark ausbreitet. Das kann natürlich sein, ich weiß es nicht, aber das wäre jetzt erstmal so ein erster Gedanke. So, ich brauche erstmal eine Waffe. Ich nehme erstmal die als Waffe. Cody hat auch noch was dabei. Okay, dann schmeißen wir das auch nochmal kurz mit weg. So, einmal Cody. Das können wir nämlich auch erstmal wegtun. Wie ist denn das, wenn ich... Will help with an injury. Plus 20. Du brauchst wieder Wasser, ne? Oh Mann. Klar, Wasser ist natürlich wichtig, gar keine Frage. Aber wir kriegen ja nicht so viel Material. So schnell, wie wir das verbraten, so schnell kriegen wir das ja nicht wieder zurückgekocht. Hopp. Ah, verdammt. Was muss ich mit der Maus machen? Das ist blöd. Ich weiß gar nicht, ob das auch mit dem Controller geht. Das gibt's doch nicht. Ach, scheiße. So wird das natürlich auch nix. Das ist ein Foto. Ah. Moin. Oh, das ist natürlich blöd. Wir brauchen Munition und so einen Unfug.
Moin! Ah. Ich weiß nicht, wie ich mich sonst wehren soll. Ganz ehrlich nicht. Ich kann vielleicht nochmal die versuchen auszurüsten. Ja, die braucht immer relativ schnell, die braucht relativ lang, um halt zuzuschlagen. Das heißt, du kannst halt höchstens einen Schlag austeilen, bevor sie dich dann letztendlich vernaschen. Und das ist so ein bisschen blöde. So, ich gehe hier vielleicht nochmal gucken. National Park, da können wir natürlich auch nochmal reingehen. National Park, da hätten wir vielleicht die Möglichkeit... Da hätten wir vielleicht die Möglichkeit, noch irgendwie Tiere zu jagen. So, vielleicht finden wir Leute, die uns helfen können. Sehe ich persönlich noch nicht. Das sind aber Pilze. Aus Pilze können wir was zu essen machen. Was ist das? Wild Greens. Ah, wenn wir da nicht vielleicht irgendwelche Herbals herstellen können. Irgendwelche Medikamente oder so. Vielleicht. Weil, holen uns mal ein paar Pilze. Und wir brauchen natürlich dann auch wieder Wasser, ne? Also wir müssen uns wirklich sehr stark versorgen. Ich finde das teilweise ein bisschen übertrieben. So schnell, wie wir anfangen zu hungern. Also da musst du wirklich auf Zack sein. Also hier stirbt man sehr, sehr schnell, wie es aussieht. Herb. Ne, guck mal, die brauchen wahrscheinlich diese Herbs. So, Cody und ich und dann auch nochmal Cody und ich und dann ist gut. Ah, guck mal, was haben wir denn hier Schönes? Ist das gut oder ist das schlecht? Oh, hier können wir auf jeden Fall nichts mitnehmen. Schade. Schade. Note. A piece of paper dropped from the ledger. Tag 45. Huge thunderstorm last night. Also... Großes Gewitter letzte Nacht. Konnte nicht so viel machen. Es ist wirklich witzig. Wenn du viel Arbeit hast, you can forget how lonely you are. Wenn du viel Arbeit hast, dann vergisst du halt, wie alleine man ist. Weil wenn man viel Arbeit hat, dann vergisst man, wie alleine man ist. Aber wenn du nichts tun kannst, dann trifft dich das besonders stark. Okay. Können wir da ein... Das sieht so aus, als wenn man da rein kann, aber man kann da ja nicht rein. Rescue. Ja, wir müssen... Guck mal, hier hätten wir Wasser. Aber hier können wir auch nichts abfüllen oder sowas, ne? Nee. Können wir damit irgendwas machen? Wild greens, not edible, but could work when cooked with something. Okay, also wir können das verkochen. Making medicals, okay. Also wir haben ein paar Kräuter, die wir verkochen können und ein bisschen was an Medizin haben wir da. Na top, wäre echt nochmal Fleisch. Ich weiß nicht, wo wir an Fleisch kommen sollen. Ich glaube, ich sollte mich noch ein bisschen mehr heilen. So. Nee. Ich will mich nicht mit Zombies anlegen. Das Problem ist eben, ich kann mich nicht groß gegen die wehren. Das ist echt bescheiden. Aber die Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch begrenzt von den Biestern. Aber nichtsdestotrotz nerven die. Lalalala, ist das nicht ein schöner Tag oder eine schöne Nacht? Ah. Lalalala. Oh, da geht's. Oh, Sackgasse. Blöde. Nein. Scheiße. Vielleicht kommen wir noch mal kurz ins Haus rein. Nein. Kommen wir hier? Ah, nee, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Oh, Hase. Mehr Zombies. Ich weiß nicht, wie ich mich gegen die wehren soll. Ich habe hier keine anderen Möglichkeiten. Ich brauche entweder viel Munition oder halt eine Waffe, mit der ich wirklich Zombie-Horden wegklöppeln kann.
Aber da lief ein Hase rum. Also wir können wahrscheinlich Hasen jagen. Komm. Komm, Cody. Bleib nicht zurück. Oh. So, Nationalpark sind wir. Ich gehe mal nach Hause. Oder mal zu John's Farm. Ich gehe mal zu John's Farm. Dann können wir vielleicht nochmal die Potatoes, also die Kartoffeln nochmal mitnehmen. Außerdem haben wir hier, sind wir hier safe. Need some food. Ja gut, nützt ja alles nichts. Wir müssen ja... Was war hier vorne drin? Na, Metal Plates. Das brauche ich momentan jetzt nicht so stark. Ich brauche was zu essen. Und zu Hause sollten wir uns auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Wasser abkochen. So, was haben wir da noch? Potato? Ja, die Crowbar nehmen wir auch nochmal mit. Grinder, Potato. Ach so, aus Potato können wir Starch herstellen, also Mehl. Okay, aber wir können natürlich auch eine gebackene Kartoffel herstellen. Ich weiß nicht, was von beiden jetzt besser ist. Ob ein gebackenes Brot besser ist oder eine gebackene Kartoffel oder ein Brot. Aber ich denke mal, wenn man es weiterverarbeiten kann, ist meistens das Endprodukt besser. Also dann in dem Fall Mehl, also dann Brot. Ich mach mal Mehl. Und dann muss auch gleich was trinken. Was trinken? Cody kriegt auch mal gleich eine Kleinigkeit. So. Handling Pick. Backpack ist full. Ups. Ist da nichts drin oder was? Okay. Naja, Holz brauchen wir momentan nicht. Da kommen wir eben halt auch nicht weiter. Irgendwo waren hier doch, glaube ich, noch Kartoffeln, ne? Energie, ja, ist auch schon fast wieder leer. Wir müssen gleich noch eine Runde pennen gehen. Und wo ist John? Das werden wir auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal zu erfahren kriegen. Baseball Bat. Ja gut, den kann natürlich mal Cody sonst mal mitnehmen. Backpack ist voll, Cody? Ne, meine ich doch. So, das nehmen wir mit. Backpack ist voll. Ja, dann Cody nimm es mal mit, bitte. Ja, was wir trinken müssen, ne? Unglaublich. Was wir essen und trinken müssen. Eat some food. Ja. Die ganze Zeit. Essen, trinken, essen, trinken, essen, trinken. Ich will hoffen, dass man das nachher vielleicht noch ein bisschen skillen kann oder dass es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Gut, ich meine, wenn wir natürlich erstmal die ganzen Workstations erstmal fertig haben, dann haben wir da vielleicht noch bessere Chancen. So, das soll auch erstmal reichen. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt... So, wie viel da jetzt liegt. So, wie viel Wasser haben wir jetzt insgesamt? 7 Mal. Oh, das ist aber gut. Das ist gut, dann können wir ordentlich abkochen zu Hause. So, Saaten haben wir auch noch nicht gefunden. Ja, dann können wir nicht mehr so viel machen. Hier war noch irgendwo ein Zombie in Gange. Ja, den lassen wir mal in Ruhe. Dann erstmal wieder nach Hause. Ein bisschen Wasser abkochen. Vielleicht mal Brot backen. Damit wir was essen können. So, Operate. So, wir können Potatoes machen. Steht da auch, wie viel Energie das bringt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach doch, da. 12... 15, 24, 24. Geil, wir können Mushroom Soup machen. Aber auch nur eine. Was bringt 24? Wir kochen erstmal ein bisschen Wasser ab. Dann müssen wir gleich noch pennen gehen. Kohle brauchen wir auch gleich wieder. Obwohl, wir können Kohle herstellen aus Holz wiederum.
blöd, dass wir nur eine Suppe kochen können. Das ist natürlich blöd. Aber die müssen wir uns geben. Das tut mir ja sehr leid, aber was soll ich machen? Kein Material mehr, weil wir keine Kohle mehr haben. Okay, gut. Dann müssen wir noch ein bisschen Kohle herstellen. So, Kohle. Kann man da nicht ein bisschen mehr herstellen? Shoes? Nee, das geht nur so. Kein Material. Also Munition können wir uns auch selber herstellen. Das ist ja auch schön. Aus Gunpowder und Bullet Shells. Slingshot. Ah, das wäre auch nochmal super. Skill needed. Ah, okay. Ach so, da müssen wir auch nochmal reingucken. Skill needed. Vielleicht haben wir schon genug Punkte für Cody, dass der vielleicht mal ein bisschen was lernen kann. Auch wenn wir jetzt nur in der Demo sind, aber da haben wir es wenigstens mal gesehen. So, vielleicht mal... Backpack ist full. Ach so, okay, warte mal, dann kriegt das der Cody mit. Upgrade. Lass mich da mal kurz hin, Cody, bitte. Dankeschön. Cool haben wir auch nicht mehr. Wieso, was fehlt denn da jetzt? Energy Low. Ah, alles klar. Energy Low. Gut, dann, ja, aber wir müssen was zu essen kochen. Das nutzt ja alles nix. Haben wir noch was zu essen da irgendwie? Nicht wirklich, ne? Scheiße. Doch, wir hatten doch noch... Hatten wir nicht noch hier noch irgendwas zu futtern? Meine ich doch, wir hatten hier noch ein bisschen was. Wir hatten hier noch ein bisschen was. So, Kohle können wir auch nochmal rüberschmeißen. Das können wir rüberschmeißen. Das können wir nochmal rüberschmeißen. Hier haben wir auch noch eine Menge Holz. Schade, dass ich das nicht sortiere. Das wäre natürlich top. Okay. Gut, dann futtern wir eine Kleinigkeit. Kartoffeln, Brot. Ja, gut, ich weiß nicht, ich ziehe mir, glaube ich, mal 4 Cracker rein. Dann kriegt Cody noch ein Brot. Ach so, das gibt auch mehrere Stufen anscheinend von Brot. Fresh 35%. Simple but tasty. Cody? Ach, sie ist doch komplett weg. Aber so wie das gerade aussah, war das irgendwie auch so ein Health-Balken halt. Das ist vielleicht irgendwie, dass man vielleicht auch ein halbes Brot futtern kann oder nur ein Drittel Brot. Das wäre nämlich auch super. So, kochen wir ja wohl nichts, ne? Doch, können wir noch. Wir können noch was backen. Brauchen wir noch Charcoal für? Enough to fill your stomach. 4-mal Kohle brauchen wir dafür. Gibt 12, genauso wie Kartoffeln. Also die, ob um Brot oder Kartoffeln, das ist egal. Kartoffeln sind natürlich ein bisschen schicker, weil du da nicht so viel Wasser brauchst, ne? Und zwar auch nur 12. Wir müssen gleich mal eine Runde pennen gehen. Bring some water. Ja, das machen wir auch gleich. Backpack is full. Backpack is full. Was fehlt uns jetzt hier? Not sure. Energy low, alles klar. Was trinken müssen wir? Oh mein Gott. So, für mich und für Cody eine Runde. Meine Güte, ey. Was die am Futtern und am Trinken sind die ganze Zeit. So, müssen wir leider ein bisschen pennen gehen. 5 Stunden? Ja, wir gönnen uns mal 5 Stunden, ne? Dann haben wir wieder ein bisschen Energie. 75%. So. Okay, ja, wir müssen schon wieder was trinken, klar. Was auch sonst? Was auch sonst? Gut, dann müssen wir noch weiter Wasser abkochen. So, weiter Wasser abkochen. Guck mal, wie schnell das runtertickert, ne? Meine gut, okay, wenn man mal sieht, wie schnell die Tage insgesamt um sind, okay, in Ordnung, dann könnte man vielleicht darüber diskutieren, dass es doch relativ realistisch ist. Aber trotzdem ist das echt heftig, weil du wirklich die ganze Zeit im Spiel nur dabei bist, irgendwelche Sachen zu sammeln, also Essen und Trinken zu sammeln. Du bist ja darauf angewiesen, ne? Das war grundsätzlich ja okay. Kein Material, achso, wir haben keine Kohle mehr. Nee. Auch mehr Kohle.
Skills. Genau, da wollte ich mal nachgeguckt haben. Guck mal, Crafting. 20 Punkte. Ah, okay, guck mal, da können wir noch einiges Survival, da können wir noch einiges machen. Guck mal, das wollte ich eh so kurz mal gucken. Cody can craft his own items at the primary tool station. Cody can craft with Anling to save on AP. Was heißt MP? AP? Can craft with Anling to save on AP. Mach ich also einfach mal. Can craft his own. Was haben wir hier? Can disassemble items into usable materials. Er kann seine eigenen Sachen craften. Ich mach mal das. Cody can find unseen items. Er kann das jetzt nicht lernen. Okay. Pick up items from the ground and add it to his bag. 41, was haben wir hier? Cody is able to pry and unlock doors. Auch nicht schlecht. To use survival skills. 18 Punkte, können wir hier was machen? Nee, 20, 15. Can use a slingshot to protect. Oh, geil! Cody kann tatsächlich so einen Slingshot bauen. Beziehungsweise nutzen. Das ist natürlich geil. Ach, jetzt können wir das auch machen. Okay. Das ist ja merkwürdig. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Wir brauchen aber trotzdem noch Kohle. Oder kann... Naja, wir können das auch noch upgraden. Mit einem Upgrade kriegen wir sicherlich nachher auch Sachen. Die wir jetzt eben noch nicht sehen können. Also können wir sicherlich noch bessere Items, bessere Tools noch craften. So eine Slingshot für Cody. Das ist natürlich super. Slingshot, können wir ihm die geben? Liegt die auf dem Boden? Ja, ne? Ja. So, have you seen any video games? Ja, habe ich. Ich habe Video Games gesehen, mein Junge. Rotten Meat. Achso. Bait. So, wir brauchen ein bisschen Kohle. Wir brauchen, glaube ich, 4, ne? Für die Suppe brauchten wir 4, meine ich. Aber ich weiß auch nicht, warum man unbedingt Kohle an der Werkbank herstellt. Also, normalerweise ist es ja eigentlich schon eher so, dass du einfach Holz nimmst, es verbrennst oder verbrennen lässt, bis es Kohle ist und dann, ja, dann hast du halt Kohle. Na, vielleicht ist es ja auch Spezialkohle. Ganz sicher muss es Spezialkohle sein. Holz finden wir ja auch en masse, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber das Craften dauert natürlich Zeit. Backpack ist voll. Slingshot. Brauchen wir dafür eigentlich Munition? Wahrscheinlich nicht, ne? Metal Plates, Cloth, Strip und Wood brauchen wir dafür. Aber da stand jetzt nichts irgendwie von Munition. Aber von der Sache her würde ich ja davon ausgehen, dass er irgendwie Steine oder was nimmt als Geschoss. Aber ja. Wie viel Kohle habe ich jetzt insgesamt? 12, okay. Also craften wir, glaube ich, aus einem Stück Holz mehr Kohle, glaube ich, ne? Kann es sein, dass wir 6 Stück Holz verbraten haben und dann 6 Kohle rauskriegen oder sowas? Kann das sein? Hm. So, nochmal ein bisschen Wasser kochen. Einmal können wir noch. Dann machen wir nochmal ein Süppchen fertig. So. 14 Mal Kohle habe ich da noch. Eine Kartoffel habe ich noch da. Machen wir mal ein Süppchen. Eine Potato können wir auch noch machen. Ich koche erstmal alles, was ich kochen kann. Also Süppchen, Brot. Wobei die Kartoffel hat eigentlich Priorität, weil wir dafür kein Wasser brauchen. Und die macht genauso voll. Die hat auch einen Wert von 12, genauso wie das Brot auch. Also ob wir nur ein Brot futtern oder eine Kartoffel, das ist egal. Das macht natürlich Sinn, dann brauchen wir nämlich nur Kohle und nur eine Kartoffel. So, können wir noch was machen? Wir können auch Brot natürlich machen. Haben wir auch nicht mehr so viel Wasser. Ja, das müssen wir uns mal aufsparen.
Einmal für mich. Einmal für Cody. Okay, und dann müllen wir uns mal kurz etwas aus. So, das können weg. Baseballschläger nehmen wir nochmal vorsichtshalber mit. Kohle lassen wir hier. Bandagen lassen wir auch da. Nee, die nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Aber die Crowbar, die nehmen wir so. So, das lassen wir auch alles hier. Das, die Pistolette, ja, würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Aber ich würde auch ganz gerne eigentlich... Na, mal schauen. Huch. Undying. You survived. Thanks for playing the demo. Ja, und im Hintergrund noch die Musik. Im Hintergrund noch die Musik aus dem Gameplay. Hat sich ein bisschen überlagert. Schade. Ja, das war schon die Demo. Ich hätte jetzt gedacht, wir spielen den Tag 5 noch durch. Aber okay, dann hat sich das anscheinend erledigt. Ja, das war Undying. Das war die Demo. Ihr seht, es ist eine ganze Menge zu tun. Aber wie gesagt, ich finde das zwar nicht schlecht. Ich finde das Szenario sehr, sehr interessant. Vor allem auch der Ansatz, dass die Mutter halt infiziert ist, zum Zombie wird und an ihrem Sohn beibringen will, zu überleben. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, und ich habe es ja schon während des Gameplays, kurz Gameplays ja auch schon gesagt, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass du 90% oder 95% der Zeit nur umherläufst, um irgendwelche Sachen zu sammeln, um zu essen und zu trinken. Ist zwar grundsätzlich zwar realistisch, ich meine, klar, natürlich, Essen und Trinken ist wichtig, aber du kannst nicht sehr viel mehr machen. Ne? Also du kannst schon mehr machen, so verstehe mich nicht falsch, aber es ist, bist halt nur dabei, nur Essen zu kochen und Wasser irgendwie aufzutreiben, damit man halt überlebt. Na, also das ist, naja, okay. Aber vielleicht ändern sie das noch, vielleicht ist das jetzt auch nur für die Demo so ein bisschen gestrafft, das Ganze, das weiß ich noch nicht. Aber vielleicht werde ich da auch nochmal Feedback, steht ja da Feedbackbogen, vielleicht werde ich das mal ausfüllen und nochmal reinschreiben. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen ausbalancen, dass man da so ein bisschen mehr Zeit hat. Aber vielleicht ist es ja auch bewusst so gewählt, dass du eben unter dem Druck bist, Sachen zu finden, eben halt Wasser abzukochen, Wasser herzustellen, Essen zu kochen, um halt so künstlich ein bisschen Druck aufzubauen. Das kann es natürlich auch sein, um ein bisschen die Dramatik so ein bisschen zu fördern, sage ich jetzt mal. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt bei dieser Undying-Demo. Wann das Spiel rauskommt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Ansonsten müsst ihr selber mal bei Steam mal gucken oder ich schreibe es vielleicht nochmal in die Kommentare rein. Ich freue mich auf jeden Fall auf Undying und ich kann mir vorstellen, dass ich da sicherlich auch ein Let's Play von machen werde. Weil ich finde das echt super. Könnt ihr mal selber eure Kommentare mal schreiben, wie ihr das Spiel findet, ob ihr euch das kaufen würdet, was euch an dem Spiel interessiert oder was euch eher so abschreckt. Da muss ja nicht mal alles positiv sein. Aber vielen Dank bis hierhin fürs Zugucken und lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann bei einem anderen Angezockt wieder oder bei einem Undying Gameplay oder schauen wir mal. Also, macht ihr gut, bis dann. Tschüss.